bisschen abgesteckt, dass es eine Form hat, nicht einfach nur gerade abgeschnitten. Und somit habe ich drei Etagen sozusagen. Das finde ich halt ein bisschen interessanter, als wenn man jetzt einfach nur einen Undercut macht. Ja, wie jetzt viele auch diesen Backcut haben, die Frauen mit den langen Haaren kommen dann in den Salon und möchten einfach unter den langen Haaren hinten alles wegrasiert haben. Finde ich ein bisschen fad. Das ist so mein Vorschlag, das ein bisschen interessanter zu machen, auch in der Boblänge. Okay, danke. Danke, Micha! Bei uns in den Salons ist es so, wir arbeiten sehr, sehr viel mit Highlights, mit Extensions. Also Extensions machen wir wie Sand am Meer, weil es einfach eine schöne Alternative ist für den Kunden, einfach mal was Freches zu machen, ohne großartig, wenn sie möchte, die Haarfarbe zu verändern. Und das Geile ist, wir haben jetzt etwas, es gibt schon was länger, wir haben es jetzt auch im Programm genommen. Es ist einfach nur der Knüller, das zeige ich euch gleich. Viele von euch werden es jetzt kennen, wir waren jetzt letzte Woche in Bologna auf der Messe und da gab es schon so viele Firmen, die diese Haarkreide auf den Markt bringen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Es wird bald eine Welle von Haarkreide auf uns zukommen und es ist einfach nur geil. Wir haben es seit 2 Monaten im Programm und die Dinger kommen so gut an, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. So, ich zeige euch das mal. Knie nieder. Ich liebe diesen Spruch, wie zu Hause. Danke. So. Und zwar, es gibt von zig verschiedenen Firmen, jeder muss sich da selber erkundigen, was für ihn mehr Spaß macht, welche Firma im Thema Haarkreide. Es ist nur ein geiler Highlight, ihr solltet diesen Trend nicht verpassen, weil ich bin fest davon überzeugt, dass sich dieser Trend extrem durchsetzen wird in Deutschland. Sieht aus wie ganz normale Schminke, es gibt eben 12 oder 13 verschiedenen Haarfarben. Man geht einfach hin, nimmt sich das Modell, zum Beispiel, opala, eine kleine Spende, und geht einfach hin und stylt den Kunden die Haare damit. Wir verkaufen es überwiegend, es hält eine Haarwäsche, der Kunde, wenn er was vorhat, kann damit auf Party gehen, er kann wirklich machen, was er will, und immer wenn ich etwas Neues finde auf dem Markt, habt ihr auf dem Kollektionsvideo die Blonde gesehen? Sie war einfach nur grau. Den Rest der Farbe haben wir alles mit dieser Haarkreide gemacht. Es sah einfach nur geil aus. Einfach den Kunden erklären, wie es geht. Man kann es bei dunklen Haaren auch ein bisschen feucht machen mit Wasser. Auch bei schwarzen Haaren wird es sehr, sehr stark. Also es ist einfach eine coole Geschichte von meiner Seite aus. Stimme auch schon? Danke dir. Kopf zum runter. Danke. Hey, die sind ja lauter wie wir. Das geht ja gar nicht. Habt ihr das gehört? Was ist hier los? Wir haben gleich einen richtig geilen Part für euch. Da werden wir jetzt zeigen, wie wir so ein bisschen schneller arbeiten und ein bisschen abgehen. Wie gefallen euch eigentlich die Haarfarben? Ich habe ja noch gar nichts von euch gehört. Ist das nicht eine geile Sache? Es ist wichtig, wenn man es hinbekommt, dass man die Marke der Firma an den Köpfen der Kunden erkennt, dann seid ihr unschlagbar. Das heißt, egal wer, auch Leute, die nicht bei mir arbeiten, auch Kunden, die nicht bei uns waren, sobald deren Haarfarbe sehr laut ist, na, was über Unisex? Auch wenn es nicht so ist, ich finde, das ist ein Riesenkompliment. Und es ist wirklich schwierig für einen Friseur, es hinzukriegen, dass der Kunde auf der Straße erkennt, wie bei einer Jacke, wie bei einer Hose, die waren da, die waren da, die waren da. So, das ist mein erster Vorschlag heute, den ich euch präsentiere. Ein bisschen was Lauteres, wenn ich jetzt den Umhang ausmache. Ich bitte die Männer, ihr dürft fotografieren, aber ihr dürft es nicht berühren. Die Frauen ja. Das ist mein erster Vorschlag. Ich hoffe, es gefällt euch. Vielen, vielen Dank. Lass dich fotografieren. Lass dich fotografieren. Sehr gerne. So, Madame, einmal mit dem Mikro bitte. Dankeschön. Sehr geil. Ist das nicht eine geile Herrenfrisur? Einmal aufstehen bitte. Gerne den Umhang abmachen. Männer! Bei Männern ist es so, wir haben einen sehr hohen Männeranteil. Schaut euch das an. Wie siehst du denn aus?
So einer bist du also. Schaut euch das an, der Nino hat hier einen richtig geilen Job gemacht, einen Undercut geschnitten, zwei verschiedene Grautöne von der Firma Weller benutzt, im vollen Bereich auch mit der Haarkreide. Das war sein Vorschlag. Einen dicken und großen Applaus für Nino. Nino, dein Applaus! Farbenfrohe Natascha hat hier mit mehreren Farben gearbeitet, im hinteren Bereich schön lang, in dem violetten Bereich, gibt einen super schönen Glanz, vorne wieder ein schönes, helles, kühles Blond und dann mit dem Kupfer. Natascha, das ist dein Applaus, Kompliment, das sieht einfach nur geil aus. Ein Applaus für Natascha! Natürlich sieht deine Farbe richtig geil aus. Einmal die Modelle runter, Dankeschön. Zum guten Schluss, zum richtig geil, ist der Micha, der sein Haschen natürlich selbst präsentiert. Er ist ein Künstler für sich, er ist schon seit über 11 Jahren bei der Firma Unisex. Mein Bruder Pino Galanti hat ihn entdeckt, die haben zusammen gearbeitet und dieser Mann schneidet einfach Haare wie Gott. Ja. Oder? Danke, danke, danke. Okay, also wie gesagt, ich habe hinten, das habe ich ja gerade eben schon erzählt, da brauche ich ja nicht nochmal wiederholen. Vorne habe ich das Ganze mit einem kurzen, süßen Pony untergeschnitten, ein bisschen was Langes drüber gelassen, damit es jetzt nicht einfach nur abgeschnitten aussieht, sondern so ein bisschen frecher, fransiger. Ich finde, das ist auch ein Trend, der jetzt in Zukunft wieder kommt. Kurze Pony-Konturen, schön fransig, frech schneiden. Das Ganze kann man natürlich auch in sich jetzt von den langen Partien so ein bisschen strubbelig stylen. Dann sieht es auch ein bisschen abgefahrener aus und nicht einfach alles so glatt. Und so kann man Wellen, Fransen, Strubbeleffekte kombinieren mit geraden, glatten Fransen. Genauso wie mit den harten Fransen sein lassen. Okay, das ist mein Vorschlag. Vielen Dank. Ich hoffe, euch gefällt. Ein Moment, das Schöne. Ein Moment, ein Moment. Das ist mein Job. Ach so. Hey, darauf freue ich mich den ganzen Abend. Ladies and Gentlemen, ein Applaus für Michael Mathe. Dein Applaus! Dankeschön. So, meine Damen und Herren, als kleinen Abschluss möchten wir euch gerne zeigen, wie wir es lieben, Haare zu schneiden. Wir lieben laute Musik dabei. Es muss Spaß machen. Der Kunde muss ein Erlebnis haben. Entspannt euch, genießt es jetzt mit uns. Die Techniker, wir sind die Letzten, die dürfen die Musik leider nicht so laut machen. Aber er hat mir versprochen, der gibt alles. Er wird es richtig schön laut machen. Jetzt hast du keine Wahl mehr, auch wenn wir es nicht besprochen haben. Erstmal ein Applaus für die Technik! Wow. Ladies and Gentlemen, jetzt kommt das Finale! Sehr schön, das ist die Musik, die ich hören wollte! Ladies and Gentlemen! Unisex, hier auf der Top her. Genieß es. Wollen wir starten? Wollen wir Spaß haben? Dann leg los! Woo! Kopf nach hinten, verdammt. Ich bin ein Kind von dir. Raus, Ding 4, nimm mir eins weg. Techniker! Woo! I have a dream! Das sind die Künstler, die diese Frisuren gemacht haben. Eine
die Ziele aus Aachen hat die Medusa gemacht. Dein Applaus, ich danke dir, das sieht so geil aus. Und mein Schatz Jenny, ein super geiler. Und die Eni, Partnerin aus Heidelberg, alles ihre Arbeit, das sieht einfach nur göttlich aus. Und natürlich nicht zu vergessen, unseren Rocco mit der geilen Fledermaus, was einen geilen Job gemacht. Das ist euer Applaus! Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das ist der Abschluss dieses Tages. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Und wenn es euch gefallen hat, dann vielen, vielen Dank. Dankeschön!